Mühlenkreis aus Wahl. Das ist die nächste Partie. Das ist der erste emotionale Stimmungshöhepunkt. Und da sehen wir sie alle zusammen mit ihren Trainern Daniel Bönker und Bernd-Uwe Humbracht. Zum letzten Gruppenfoto. Schauen wir mal so ein bisschen auf die Bäuche. Der Puls, der ist jetzt ganz oben. Der ein oder andere leichenblass im Gesicht. Wann spielt man ja auch schon mal? Vor knapp 3000 Zuschauern in einer ausverkauften Kreisspielhalle Lübbecke. Geschlossener Kreis. Letzten Worte, bevor es gleich richtig rund geht hier. Für das Trainerteam ja der zweite Auftakt hier. Das heißt, letztes Jahr war ihre Premiere. Da war noch die Mühlenkreis-Legende Heinz Zwingmann dabei. Und kaum ist er nicht mehr da, gibt es scheinbar so ein bisschen Probleme. Denn die Mühlis haben es nicht geschafft, die Namen pünktlich zu übertragen an die Technik. Was nicht nur uns jetzt hier vor eine Herausforderung stellt, sondern auch ihr Hallensprecher, die komplette Technik, die Score-Wertung natürlich. Das heißt, wir alle haben noch keine Namen zu den Nummern der Mühlis, also ganz, ganz viele Fans, die einschalten. Tut uns sehr leid, dass wir diese Zuordnung jetzt nicht hinbekommen. Bei aller Nervosität haben sie das scheinbar vergessen. Es sei ihnen verziehen. Wir drücken alle zusammen die Daumen und alle, die aus Gelsenkirchen zuhören, mögen uns das verzeihen, dass wir natürlich ein kleines Stück weit parteiisch sind hier in dieser Partie. Die Mühlis ja in neuen Gewändern. Erstmals die weißen Trikots, das weiße Ballett soll es werden. Mit dieser Partie schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, denn die Mühlis haben letztes Jahr eine bärenstarke Vorrunde gespielt, waren richtig gut unterwegs und sind dann ausgeschieden im ersten K.O.-Spiel gegen, ihr werdet es erraten, Schalke 04. Jetzt, sagte Kilian Rischer aber im Vorfeld, jetzt wollen wir sie schlagen, jetzt sind sie dran und genau das ist der Mut, den diese Auswahl auch braucht. Sie waren im letzten Jahr immer stark, wenn sie mutig waren, wenn sie Fußball gespielt haben, wenn sie mit breiter Brust aufgetreten sind. Und genau das ist es, was sie in diesem Jahr brauchen werden. Denn mit Angst und Verstecken wird das sehr schwer. Da haben wir Bernd-Uwe Humbracht vom Kreis Minden. Daniel Bönker sagt im Vorfeld, wir haben, anders als im letzten Jahr, drei fast leicht starke Blöcke. Wir werden das überprüfen. Im letzten Jahr, sagt er, waren wir noch recht angewiesen auf unseren ersten Block. Jetzt sei die Qualität deutlich verteilter im Kader. Das soll natürlich helfen. Denn auch im Vorjahr schied man erst kurz vor Schluss aus. Eins gegen eins Versuch hier der Schalker. Schuss abgeblockt. Und jetzt mal sowas. Immer Ball halten, zurücklegen, Kontrolle und Ruhe reinbekommen. Das ist wichtig. So schwer das fällt bei diesem veränderten Tempo. Erste gute Möglichkeit hier. Aber Maximilian Braune, der Keeper der Königsblauen, ist zur Stelle. So, und man hat sich gekümmert. Die Namen sind nachgeliefert. Hier der Lattentreffer, der Schalker. Also ab jetzt auch die Begleitung mit Namen für die Mühlenkreis-Auswahl. Die Gesichter haben jetzt auch einen Namen. Abschlussversuch, knapp daneben, den Abpraller wieder nicht genutzt.
Zwei Riesenmöglichkeiten für die Blauen. Und jetzt die Kugel aber sicher in den Händen von Kilian Risse. Der Ballverlust, der könnte wehtun. 2 gegen 1 Überzahl jetzt, 3 sogar. Aber geklärt. Gutes Umschaltverhalten hier für die Mühlis. So, Zeit wird zum Wechseln genutzt und es gibt Ballbesitz für die Mühlengrasauswahl, weil die 4 Sekunden nicht eingehalten wurden. So, was passiert jetzt? Wieder die Drehung? Das wird schwer, da werden sie sich nicht so durchsetzen können. Nächster Schussversuch hier von Marcel Kunkel. Knapp daneben. Guter Versuch. Kunkelspieler beim FC Preußen Espelkamp. Preußen ja in der Bezirksliga aktiv. Höchster Verein ist Eidinghausen, der erste. Die spielen Landesliga. Zu 0 weiter. Das war ein Foulspiel. Eugen Fritz schießt sich da von Preußen erst bekannt. Hat das gesehen. So, jetzt die Möglichkeit. Ja, cleveres Foul hier von Nelson Peters. Zack, wichtig. Weil da wäre Timon Wichmann auf und davon gewesen. Ja, einer der Spieler von Eidinghausen Werste. Schussversuch jetzt. Ein gutes Stück über das Tor. Auch das nehmen wir mit. Ah, da war, glaube ich, der Schalker Keeper noch dran. Gab aber auch keine Reklamation bei den Mühlis. Von daher alles gut. Und sie haben schon wieder den Ball. Also sie werden jetzt noch ein bisschen aktiver hier. Nächster Versuch. Aber sich gerade ein Chancenplus. Aber sie müssen immer wachsam bleiben. Sie müssen immer umschalten. Das sind die Momente, wo man von Offensive immer wieder in die Defensive muss, weil genau da die angehenden Profis ihre Dynamik ausspielen wollen. Nach Ballverlusten, nach abgeschlossenen Torschüssen. Aufmerksam verteidigt wieder. So, auf und davon. Nächster Versuch. Ist richtig so. Immer wieder Abschlüsse suchen. Immer wieder Maximilian Brauner unter Druck setzen. Wir werden nachher im zweiten Spiel noch über den Trainer der Schalke ausführlich sprechen. Das ist nämlich Willi Landgraf. Und wer vielleicht zumindest so Anfang der 90er geboren ist oder älter ist, der wird Willi Landgraf natürlich kennen. Rekordspieler der zweiten Liga. Aber wie gesagt, da werden wir in der zweiten Partie der Schalker noch drauf eingehen. Wenn sie dann auf Mainz 05 treffen. Jetzt der Fokus erstmal bei unserem Mühlengrasauswahl, die jetzt so die ersten Anforderungsrufe aus der Halle bekommen. 2 gegen 2 Möglichkeit. Nico Tübing war das. Der guter Ballgewinn. Wieder aufmerksam, gut verteidigt. Risse auch dabei. Das lange Ding darf es dann auch mal sein, einfach um sich aus diesen Drucksituationen zu befreien. Und jetzt die Abschlusschance und der Treffer durch Matteo Biondic. Ah, Risse, fast die Fingerspitzen noch dran, der rutscht ihm da so ein bisschen durch. Nächster Versuch und gleich der zweite Treffer. Bogdan Schubin, jetzt ging es ganz schnell. Für Königsblau. Keine Zeit zum Nachdenken da für die Auswahl. Das haben die Schalker gut ausgenutzt. So, jetzt vielleicht mal die Chance. Setzt sich da außen durch, aber wieder gut pariert. Schusschance durch Mike Bartin. Da haben wir Willi Landgraf. Den Trainer der Schalker, lautstark wie eh und je. Ehemaliger Außenverteidiger.
Fischer da mit der guten Fußabwehr. Ja, was braucht es eigentlich immer für Erfolge der Mühlenkraus aus Wahl? Das ist eigentlich ganz simpel gesagt. In den Momenten, wo sie zu Abschüssen kommen, müssen die Bälle ins Tor fliegen. Das ist entscheidend. Das war gerade eben nicht der Fall, wo die Möglichkeiten da waren. Da müssen sie dann einfach das Glück haben und treffen. So. Eugen Fritz mit ein paar freundlichen Worten. Hier nach dem Foul. So, vielleicht jetzt die Möglichkeit. Ja, Schalke schaltet auch sehr, sehr konsequent und diszipliniert um. Man merkt auch da, erstes Turnierspiel für die Schalker. Natürlich will man sich hier gegen eine Mannschaft bestehend aus Landesbezirks- und auch Kreisligisten nicht die Blöße geben. Sehr konzentrierter, sehr konsequenter Auftritt der Schalker U16 in den ersten 10 Minuten dieser Partie. Schade, Ball gut zurückgelegt, das war knapp. Aber hier sieht man dann auch schon ein Stück weit die körperlichen Unterschiede. Klasse wiedergeholt jetzt. Immer dann, wenn es in diese direkten 1 gegen 1 Duelle Körper an Körper geht, dann wird es dann doch schon verdammt schwer dagegen zu halten. Das ist ja vollkommen normal. So, wieder jetzt die Möglichkeit mit dem Ballgewinn. Sie sind da aufmerksam. Kriegen es da aber aus dem Ballgewinn heraus nicht so zielstrebig Richtung Tor. So der einzige kleine Makel, das etwas bessere Umschaltverhalten nach Ballgewinn. Ansonsten sind sie wach, sind sie mutig, verkaufen sich hier gut. So, fast der Treffer wieder. Maximilian Braune sehr, sehr aufmerksam. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Packkonzept. Kartonagen aus Lübeck. Also, letzte Minute läuft. Und die Halle kommt nochmal. Die Halle will jetzt nochmal so ein bisschen nach vorne klatschen. Zumindest den Anschlusstreffer. Zumindest mit einem guten Gefühl aus dieser Partie gehen. Für den zweiten Auftritt dann. Gegen Werder Bremen. Sind schon tolle Paarungen für die Mühlis. Schalke, Bremen, Stuttgart und Frankfurt. Ein Traditionsknapp nach dem anderen. Wartet auf unsere heimische Auswahl. Jetzt nochmal die große Chance, nicht das 0-3, doch sie treffen auch nochmal. Sie sind natürlich auch eiskalt, wenn sie ein bisschen Platz bekommen. Treffer hier durch Juan Cabrera. Das war's. 0-3, etwas ernüchterndes Ergebnis für die Mühlis, trotzdem gute Leistung. Wir melden uns gleich mit der nächsten Partie. 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Bis gleich.